Moin moin und willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Nils. Meine Damen und Herren, auch im Jahr 2023 steht der Fahrplanwechsel vor der Tür und in diesem Jahr gibt es eine sehr große Änderung im S-Bahn-Netz der S-Bahn Hamburg. Mehr dazu gibt's nach dem Intro. Viel Spaß mit diesem Video. In diesem Video möchte ich mit euch einen kleinen Blick auf das S-Bahn-Netz werfen in Hamburg. Wir werden uns das jetzige Netz anschauen, aber auch das neue Netz, damit ihr zumindest einen Vergleich habt. Wir haben in Hamburg vier Hauptlinien. Das sind zum einen die S1 von Wedel in Holstein über Blankenese, dem Bahnhof Altona, Jungfernstieg, dem Hamburger Hauptbahnhof, nach Ulsdorf bzw. nach Hamburg Airport und nach Poppenbüttel. Dies erfolgt durch die Zugteilung in Ulsdorf. Also die ersten drei zum Hamburger Airport, die letzten drei Wagen nach Poppenbüttel. Übrigens, die 3 Kilometer lange S-Bahn-Strecke zwischen Ulsdorf und dem Hamburger Airport wurde ab November 2008 im Probebetrieb befahren. Am 11. Dezember 2008 fuhr hier die erste S1 mit Gleichstrom zum ersten Mal zum Flughafen. Und die S3 von Pinneberg über Elbgarstraße, dem Bahnhof Altona, Jungfernstieg, dem Hamburger Hauptbahnhof, Hamburg, Harburg, Neugraben, Buxtehude und seit 2007 auch nach Stade. Und die S21 von Elbgarstraße über Hamburg Dammtor, dem Hamburger Hauptbahnhof, weiter nach Bergedorf bzw. nach Aumühle. Und die Linie S31 von Bahnhof Altona über Hamburg Dammtor, dem Hamburger Hauptbahnhof, Hamburg, Harburg nach Neugraben. Und dann gibt es in Hamburg sogenannte Verstärkerlinien. Das ist die Linie S2 vom Bahnhof Altona über Jungfernstieg, dem Hamburger Hauptbahnhof, weiter nach Bergedorf. Und die Linie S11 von Blankenese über Bahnhof Altona, Hamburg Dammtor, dem Hamburger Hauptbahnhof, Ulsdorf, die dann mit allen 6 Wagen nach Poppenbüttel verkehrt. In Hamburg gab es also 4 Hauptlinien plus 2 Verstärkerlinien. Ergibt 6 S-Bahn-Linien. Aber was wird sich denn jetzt genau ändern? Im zukünftigen S-Bahn-Netz wird es die Linie S11 nicht mehr geben. Diese übergeht dann in die S1 und verkehrt von Wedel in Holstein über Blankenese, Bahnhof Altona, Jungfernstieg, dem Hamburger Hauptbahnhof, Ulsdorf, nach Hamburg Airport bzw. nach Poppenbüttel. Auch im neuen S-Bahn-Netz ist eine Zugteilung in Ulsdorf vorgesehen. Anders sieht es mit der S2 aus. Die verkehrt zukünftig dann von Bahnhof Altona über Dammtor, dem Hamburger Hauptbahnhof, Bergedorf weiter nach Aumühle. Die S3 verkehrt zukünftig von Pinneberg über Elbgaustraße, Bahnhof Altona, Jungfernstieg, dem Hamburger Hauptbahnhof, Hamburg-Harburg bis Neugraben. Neu hinzukommen wird die Linie S5 von Elbgaustraße über Dammtor, dem Hamburger Hauptbahnhof, Hamburg-Harburg, Neugraben, Buxtehude, weiter nach Stade. Im neuen S-Bahn-Netz wird es statt 6 Linien nur noch 4 Linien geben. Die Umstellung des S-Bahn-Netzes erfolgt dann in der Nacht vom 9. auf den 10.12.2023. Das S-Bahn-Netz verspricht damit mehr Zuverlässigkeit. Ob das Ganze denn so funktioniert, wie man sich's vorstellt, das bleibt abzuwarten. Dennoch wünsche ich euch allzeit gute Fahrt im neuen S-Bahn-Netz und sage damit vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und auf Wiedersehen, euer Nils.